So, Freunde, und willkommen zum Tag 6 bei den Olympischen Spielen. Wir werfen einen kurzen Blick wieder auf den Medaillenspiegel. Wir haben 4 goldene und 2 silberne und sind damit vor Großbritannien mit 4 goldenen und einer bronzenen Medaille und ein deutlicher Vorsprung vor Frankreich. Und danach kommen die Mannschaften, die nur noch 3 Medaillenpunkte haben. So, gestern haben wir einen Weltrekord eingestellt im Weitwurf, das bisherige Highlight dieser Olympischen Spiele mit 20 Metern Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Und ich hoffe, dass es heute ähnlich erfolgreich wird und es gibt wieder 2 Disziplinen. Gut, dann gucken wir mal. Also Tischtennis hätte ich schon richtig Lust drauf. Und ich denke mal, wir sollten uns zumindest einmal um Schwimmen kümmern. Nehmen wir Rücken oder nehmen wir Freistil? Wir nehmen mal Tischtennis ist der Herren, deswegen nehmen wir Freistil der Damen. Und weiter geht's, beziehungsweise los geht's in den Start von Tag Nummer 6. Um 9 Uhr und um 11 Uhr die Qualifikation. Und um 14 bzw. 16 Uhr das Finale. Los geht's, aber im Aquatic Center. So, wie man unschwer hören konnte, habe ich mal eben kurz ein bisschen die Stimmbänder geölt. So, wir gucken nochmal auch hier in die Einleitung. So, beim Start, wie gehabt, mit A. Und im Wasser rudern. So, jetzt heißt es rechts nach hinten, mein Zug. Und links. Rechts, links, rechts, links. Ach, hatten wir doch schon, ne? So, der Weltrekord war bei 23. Wir schwimmen auch nur eine Bahn. So, für den Endspurt am Ende drücke A, um anzuschlagen. Führe die Züge aus, wenn der jeweilige Arm ausgestreckt ist, um das meiste Tempo aufzubauen. Je schneller du unter Wasser drückst, A drückst, desto schnellere Beinstöße macht der Athlet. Gut, nur 50 Meter, das ist ein richtiges Sprintrennen. Und ab geht's in die Qualifikation. So, es geht los. Daumen drücken. Ein guter Start. Und wir sind vorne und sind recht gut unterwegs, aber jetzt haben wir hier Probleme. Jetzt müssen wir uns wieder ranarbeiten, da habe ich ein bisschen was verbockt. Ich hoffe, das reicht für Platz 4, ja gerade so gereicht. Da habe ich eine kleine Schwächephase gehabt. War ein bisschen unkonzentriert, aber es hat gereicht für die Qualifikation, sei es drum. So, das gucken wir uns nochmal an. Am Anfang sind wir sehr stark weggekommen. Knapp vorne. Und hier hatten wir schon unsere Schwächephase. Und wir retten uns aber noch als Vierter halbwegs sicher doch noch ins Ziel. Ungarn, Polen und Russland auf den ersten Plätzen. Dann wir auf Platz 4. Und es geht im Excel in London geht's zum Tischtennis. Da bin ich echt mal gespannt, wie wir dieses Tischtennis jetzt spielen. So, da sind die Deutschen ja neben den Chinesen die beste Nation. Und wir machen einmal die Einführung. Das heißt, rechts für einen Topspin. Ziele links mit rechts. Okay. Ziele rechts mit nach hinten Slice. Ach so, ah, okay.
gehe nach links mit links und bewege den Spieler in alle Richtungen. Alles klar? Drücke rechts nach vorne und drehe schnell rechts nach rechts für einen Rechtsstrahl. Eine gute Position auf dem Spielfeld sichert die beste Schlagleistung. Wer zuerst 7 Punkte mit 2 Punkten Vorsprung erreicht hat, gewinnt den Satz. Schlag die Bälle dorthin, wo der Gegner sie nicht zurückschlagen kann. So machen wir's. Das kann ja interessant werden. So, Timo Michael gegen Matthias Pedersen. Und die Qualifikation geht los. Daumen drücken. Und das ist der erste Punkt für Deutschland. So, zweiter Aufschlag. Und mit Schnitt nach außen, super, der zweite Punkt für uns. So, spielen wir. Oh, da geht er ganz schön nach hinten automatisch. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Deshalb verkürzt Norwegen auf 2:1. Jetzt machen wir ihn hier richtig. Alle. Ah, super, der war schon vorher auf dem Boden. 3:1 für uns. Und eine tödliche Angabe hier. Oh, oh, knapp daneben. 3:2. Das ist richtig spannend. Aber schwierige Steuerung, muss ich echt sagen. Und mit Schnitt. Oh, der war aber neben der Platte. 4:2 für uns. Super. Und Slice und ein bisschen mit Drall spielen wir jetzt hier mal ein bisschen noch. Der war ganz knapp auf der Platte noch. Und das wird ja, was ein Ballwechsel hier, Wahnsinn. Und der war neben der Platte, 5:2 für uns. Und was ein Ballwechsel, meine Herren. So, weiter geht's. Jetzt heißt es hier, die Satzbälle zu holen. Ah, 5:3, das war ja gar nicht retourniert. Und wir haben wieder Angabe. Ah, der ging weit nach außen. Das ist das 5:4. Norweger, der Norweger kommt langsam ran. Und der war neben der Platte. 6:4. Damit haben wir 3 Satzbälle. Und da gehen wir jetzt, attackieren wir jetzt. Ja. 2 Satzbälle noch. Na, gar nicht. Einer. Und ja, sieht gut aus. Und wieder ein super Ballwechsel hier. Und jetzt müssen wir hier mal aggressiv. Oh, was ein Ballwechsel und das beim Satzball. Nein! Ach, verdammt! Damit steht es 6:6, Ausgleich. Und super Angabe. Ah, da konnten wir leider nicht nutzen. Ach du je. Oh je, oh je. Jetzt hat der Norweger Satzball. Jetzt müssen wir aufpassen. Can he take it with his serve?
Und neben der Platte. 7 zu 7. Eieiei, richtig spannend hier. Und Angabe. Und der ist daneben, jawohl, 8 zu 7. Damit wieder Satzball für Deutschland, also für uns. Och, was soll denn dieser Quatsch hier? Ja, nicht leicht, nicht leicht. Übermotiviert. So, jetzt heißt es wieder Satzball holen. Jawohl. 9 zu 8. Damit haben wir wieder den fünften Satzball, glaube ich. Ja, ich glaube, den. Na, was mache ich denn da? Ich denke immer, der spielt den direkt zu uns, aber der spielt ja erstmal auf seine Platte. Das ist ein bisschen verwirrend. Na gut. Jetzt heißt es aber wieder hier uns Satzball holen. Und der geht daneben. 10 zu 9. Und jetzt hier mal vernünftig retournieren. Jawohl. So. Boah, war das knapp. Nein, da waren wir zu weit hinten. 10 zu 10. Uiuiuiui. Ob dieser Satz irgendwann nochmal ein Ende hat. Und neben der Platte 10 zu 11. 11 zu 10 meinte ich. Und wieder Satzball, der fünfte oder so. Und jetzt heißt es attackieren. Und der ist daneben. Das ist der erste Satz für Deutschland. 12 zu 10, ein Hammersatz. Wahnsinn. Okay. So, damit ab geht's in den zweiten Satz. Den wollen wir natürlich jetzt auch gewinnen. Und zwar ein bisschen klarer als den ersten Satz. Aber macht schon Spaß, muss man sagen. Ist schon sehr amüsant. Oh, jawohl, 2-0 für uns. Der war daneben. Sehen wir hier klar und deutlich. Zack, neben der Platte. Und los geht's. Ach, durch. Und jetzt hier links. Na komm, und nach rechts wieder. Und mit Schnitt diesmal. Und ah, da ist die Platte im Weg. Verdammt. Deswegen 2 zu 1. Nur noch. Rally starting to build. Backhand to keep the rally going. Both players determined to keep that ball in play. Super Ballwechsel wieder hier. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen mit Spin. Boah, jetzt schickt er uns hier richtig. Und der war ganz knapp. Auf der Platte noch drauf. 3-1. Super Ballwechsel wieder. Und jetzt heißt es hier, die Führung ausbauen. Und daneben, jawohl, 4 zu 1. Das läuft doch rund jetzt. Ah, knapp an der Platte vorbei. 4 zu 2 verkürzt. Boah. Ganz knapp immer am Rand. Jawohl, den hat er nicht mehr bekommen. 5 zu 2. Das heißt, noch 2 Punkte und dann haben wir dieses Spiel gewonnen. Ach, und dann kommt so eine Angabe hier. Beziehungsweise so eine. Ja, Return. Na gut. Wir haben jetzt wieder selber Angabe und. Spielen wir ihn mal hier auf. Da hat er uns aber ausgetrickst. 5 zu 4, da verkürzt er gleich zweimal. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier einen Punkt machen, damit wir Matchbälle haben. Ah, 5 zu 5.
Eieiei, wird das wieder so wie der Satz eben. So the rally really starting to take shape. Over the net with a forehand. No speed lost on the ball there with the backhand. Und der ist daneben. 6-5 und das ist der Matchball. Das ist der Matchball. Jetzt müssen wir dranbleiben. Aufpassen. Angab. Ah, der hat einen super Aufschlag gemacht. Den habe ich so schnell nicht gesehen. Na gut. 6 beide wieder. Und das ist wieder der nächste, der zweite Matchball. Und jetzt wollen wir ihn mal endlich nutzen. Na komm schon. Jawohl, Return hat geklappt. Ist schon mal viel wert. Und jetzt spielen wir ihn hier auf die rechte Seite blank. Komm. Na komm. Na komm. Jawohl, und das ist der Sieg. In 2 Sätzen. Mit 11-10 und nee, 12-10 und 7-5, glaube ich. Jawohl, 8-6, okay, 12-10 und 8-6. Und damit stehen wir im Finale. Und jetzt heißt es, ab ins Schwimmbad. Das ist Sporting Center. This is the gateway to the Olympic Park, but specifically for these games. 50 Meter Freistil der Damen und jetzt heißt es Daumen drücken. Andrea Pfeffer auf dem Weg zu ihrer zweiten Medaille Fragezeichen. A sprinter's event, real power. Starker Superstart. Und jetzt heißt es auf Platz 1 und jetzt dürfen wir keine Schwäche zeigen. Einfach durchziehen. Und der Rhythmus stimmt. Wer soll uns noch einholen? Das ist die Goldmedaille und ich glaube Olympiarekord. Weltrekord, der zweite Weltrekord, den wir schlagen. Und den zweiten im 50 Meter Freistil der Damen und natürlich auch die Goldmedaille. Super Rennen, besser geht es nicht. Vorne weg und kein großer Vorsprung, aber es hat gereicht. Super. Das heißt, wir gehen ganz schnell. Hören einmal kurz in die Nationalhymne rein. Und danach geht's direkt wieder zum Tischtennis. Damit sind wir im Medaillenspiegel wieder weiter nach vorne gekommen. 5 Punkte Vorsprung vor Großbritannien. 5 Goldmedaillen, 2 Silberne, keine Bronze, aber mit Bronze geben wir uns eh nicht zufrieden. Und jetzt heißt es Tischtennis der Herren, ich hoffe nicht gegen China. Das Finale im Excel in London. Es geht um Gold. Gegen China. Das war vorauszusehen. Qiang Liu. Gegen unseren Timo Michael. Und jetzt wird es spannend. Needs to set the tone with a good first serve here. Und der erste Satz, der erste Punkt gleich umkämpft und das 1-0 für Deutschland. 7 mal hin und her. Was ein Return. Und den haben wir nicht mehr bekommen. Stark gemacht vom Chinesen. 2 richtig gute Schläge. Und 1-1 und los geht's. Da geht der Chinese 2-1 in Führung. Der hat aber auch Schläge drauf hier. Die kriegen wir ganz schwer. Ach du je. Das war wieder mein altbekannter Fehler. Das heißt 3-1 für den Chinesen.
Ach du, wieso kriegt er die nicht? 3-1-4. 4-1 für China natürlich. 3 Punkte Vorsprung. Und wir müssen gucken, dass wir hier die Power auf den Ball geben. Und der Chinese nur reagieren kann. Und jawohl, 4-2. Der war knapp neben der Platte, der Schlag. Da gucken wir nochmal rauf. Und knapp daneben. Sah man leider nur sehr schlecht. Und jetzt heißt es wieder hier, den Ballbesitz, die Dominanz, jawohl, 4-3, wir holen auf. Und da kommt wieder Hoffnung auf. Starker Longline. Oh, da hat der Chinese richtig Glück gehabt, auf die Kante der Ball. Auf die Kante, und da sind wir nicht mehr rangekommen. Und jetzt müssen wir wieder was machen. Na, so nicht. 6-3 für den Chinesen. Damit hat er 3 Satzbälle. Oh, ganz starker Return. Da haben wir keine Chance. Da werden wir vorgeführt. 7-3 für den Chinesen im ersten Satz. Jetzt heißt es zurückkommen. So, vielleicht ein bisschen defensiver mal spielen diesmal. Oh, starker Ball. Verdammt. 1-0 für den Chinesen. Also ich glaube, der dominiert uns so sehr. 1-1 zwar jetzt hier, aber ich glaube, das wird richtig schwierig. Aber aufgegeben wird niemals. Jawohl, starker Ball, starke Rückhand. Zum 2-1 zur Führung im zweiten Satz. Ah, oh, der Aufschlag daneben. Ah, wie ärgerlich. 2 beide. Und ach, da bin ich davon ausgegangen, dass der ins Aus geht. Ja, Wahnsinn, da hat er richtig Glück gehabt. Ach, da. Also der Chinese hier, klar. Mehr Glück als wir. Hier allerdings nicht. Da geht seine Angabe auch ins Aus. Ausgleichende Gerechtigkeit. 3-3. Ach, was mache ich denn hier? Eieieiei. 4-3. So, jetzt setzen wir den hier mal ein bisschen unter Druck, um mal ein paar Fehler zu provozieren. Ach, ganz nach hinten auf die Platte. So, 5-3. Jetzt, der ist ganz wichtig. Und 4-5. Da haben wir richtig Glück gehabt, dass der nicht zählt. Der hat die Platte berührt, aber nur an der Seite. Gott sei Dank. 5-4. Und 5 beide. Da haben wir uns wieder zurück in den Satz gekämpft. Jetzt heißt es hier, Satzball holen. Ach, verdammt. Und das ist der Matchball für den Chinesen. Oh. Jetzt aber, jawohl, 6 beide. Matchball abgewehrt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier jetzt ins Spiel kommen wieder. Nein, da habe ich gehofft, dass der noch die Kante berührt hat. Ganz ärgerlich. Ah. Das heißt, der zweite Matchball für China. Und jetzt vorsichtig bei der Angabe. Ah. Ach du je. Jawohl, daneben. 7-7. Das heißt, wir haben wieder den nächsten Matchball abgewehrt. Und jetzt die Chance. Ach, und da gibt es den nächsten. Was machen wir denn da, meine Herren? So, vorsichtig die Angabe. Und dann wieder schnell ins Spiel kommen.
den Ballbesitz dominieren, beziehungsweise den... Ach, Glück gehabt. Acht beide. Und jetzt bitte mal einen Satzball für uns. So. Daumen drücken und das ist der Satzball. Endlich die Chance. Und jetzt müssen wir nur unseren Ball ins Ziel bringen. Und jawohl, das ist der zweite Satz. Geht mit 10 zu 8 an Deutschland. Damit geht's in die Verlängerung im dritten Satz. Um alles. Um Gold und Silber. Und jetzt wollen wir uns hier mal dem Chinesen mal zeigen, was wir drauf haben, wa? 1 zu 0. Im achten Ballwechsel. So. Und das 2 zu 0. Jetzt macht der Chinese auch Fehler. Starke Angabe. Und 3 zu 0. Das ist der dritte Fehler vom Chinesen. Der dritte Ball ins Aus. Und starker Ball, 4 zu 0, jetzt ist es hier, jetzt führen wir den Chinesen richtig vor. Ich hoffe, wir können das jetzt noch beibehalten, noch drei Bälle und dann haben wir es. Starker Ball. Boah, was ein Ballwechsel. Das ist Wahnsinn, 23 Bälle. 5 zu 0 und was für ein Ballwechsel, Wahnsinn. Jetzt geht es los hier. Zwei Bälle noch. Und dann haben wir zweimal Gold heute und einen Weltrekord im Schwimmen. Also ein sehr erfolgreicher Tag dann. Boah, was ein Ball. Ganz starker Ball vom Chinesen. Gut, 5 zu 1 nur noch. Aber trotzdem, starke Angabe. Und knapp daneben, 5 zu 2. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir... Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier jetzt nicht den Fehler machen und zusammenbrechen. Eieieiei, 5 zu 3. Da hat der Chinese, holt sich da nochmal Hoffnung. Ach du je. So, einmal durchatmen, ne? Jetzt kommen die Fehler dazu. 5 zu 4 nur noch. Konzentrieren. Und sehr gut, 6 zu 4. Das sind zwei Matchbälle. Zwei Matchbälle. Und jetzt... Komm, jawohl, das ist Gold für Deutschland. Der zweite Satz mit 7 zu 5 oder 6, 7 zu 4, glaube ich. Jawohl, und super zurückgekämpft. Im ersten Satz 3-7 verloren und dann 10 zu 8 und 7 zu 4. Eine verdiente Goldmedaille. Und damit ist dieser Tag auch super erfolgreich geworden. Ein langer Tag, aber erfolgreich. Everybody in this building really appreciates how hard they've worked to become the Olympic champion and take home a medal. Und der Däne aus dem Halbfinale. Nee, da war es ein Norweger, ne? Super, damit haben wir 6 Goldmedaillen, 2 Silber. Und Großbritannien mit einer Bronzemedaille heute. 8 Punkte Vorsprung. Das sieht sehr sicher aus. So, ein Neustartticket erhalten. Super. Und 2 Goldmedaillen im Schwimmen, 50 Meter Freistil mit Weltrekord und im Tischtennis. Ich hoffe, euch hat dieser 6. Tag ebenfalls gefallen und ihr seid bei Tag 7 wieder mit dabei.